Guten Tag, mein Name ist Gunnar Keck von coaching-keck.de. Ich möchte heute über die medizinisch-psychologische Untersuchung MPU berichten. Ich möchte Ihnen dabei aufzeigen, was MPU bedeutet, wie die MPU gestaltet ist und wie Sie sich optimal auf die MPU vorbereiten können. Bei der MPU geht es darum, zu überprüfen, ob Sie körperlich, geistig und psychisch in der Lage sind, ein Kraftfahrzeug im Straßenverkehr zu führen. Dabei stehen Fragen im Vordergrund, wie zum Beispiel, wie stehen Sie zu Ihrem damaligen Verhalten heute? Lassen Sie sich von außen durch Freunde, Bekannte, Arbeitskollegen oder andere Personen beeinflussen? Zum Beispiel, Sie haben beschlossen, heute zu fahren und ein Kumpel sagt, ach, trink doch ein Bier mit, ist doch nicht so schlimm. Und danach sind es dann 2 bis 3 Bier und Sie fahren dann trotzdem. Also es geht darum zu zeigen, dass Sie dann dass der Überprüfer merkt, Sie sind standhaft und sagen, nein, ich bin heute dran mitfahren, ich trinke heute nicht. Wie werden Sie zukünftig mit Alkohol und Drogen in Bezug aufs Autofahren umgehen? Ist eine weitere Frage. Und vor allem auch im Bereich, wenn Sie jetzt zum Beispiel eine MPU wegen Punkten machen müssen, weil Sie beispielsweise auch zu schnell gefahren sind und irgendwelche anderen Faktoren mit reingespielt haben, dass Sie zu viele Punkte bekommen haben oder Sie sich an bestimmte Gesetzesnormen nicht gehalten haben und dadurch eine MPU-Auflage bekommen haben. Da spielt dann die Rolle, wie wollen Sie Ihr Verhalten in Bezug auf Konsum, Umgang mit Gesetzen etc. auf Dauer verändern? Und können Sie Ihre Pläne auch wirklich umsetzen? Und dabei geht es darum, zum Beispiel auch, dass sie authentisch rüberkommt, dass sie sagen, hier, so sieht's aus und das kann ich auch schaffen. Der Ablauf der MPU sieht vor, dass es zum einen die medizinische Überprüfung gibt. Dazu zählen bei Leuten, die wegen Alkohol- oder Drogenkonsum eine MPU machen müssen, auch die Abstinenznachweise. Dann gibt es die Reaktionstests und Wahrnehmungstests. Das bedeutet, Sie sitzen an einem Computer, es gibt Geräusche, die Sie hören und Sie müssen dann irgendwelche Knöpfe drücken, um die Reaktionszeit oder Reaktionsfähigkeit unter Beweis zu stellen. Dann gibt es Wahrnehmungstests, wo sie ein Bild sehen von einer Straßenverkehrssituation, einer Kreuzung oder sowas, dann wird das Bild ausgeblendet und dann gibt es eine Liste von Sachen, die Sie auf dem Bild sehen konnten und Sie müssen zuordnen, welche Dinge auch wirklich auf dem Bild zu sehen waren. Und als drittes gibt es dann das psychologische Gespräch, wo ein Verkehrspsychologe anhand von ihren Antworten, von der Art, wie sie auftreten und wie sie sich verhalten, beurteilen soll, ob sie psychisch und geistig in der Lage sind, ein Fahrzeug im Straßenverkehr zu führen. Was braucht es nun für die Vorbereitung, um eine MPU sicher bestehen zu können? Um eine MPU sicher zu bestehen, benötigen Sie eine fundierte Aufarbeitung der ganzen Situation, die ganzen Zusammenhänge und auch das Verstehen, was auch frühere Erlebnisse waren aus der Jugend oder sowas, die dazu geführt haben, dass Sie sich heute so verhalten. Also im Prinzip kann man sagen, es geht darum, die Person mit dem Lebenslauf, mit den verschiedenen
Erlebnissen im Leben in Bezug auf Konsum oder auf posen zu müssen und so weiter, damit sie zum Beispiel Anerkennung bekommen oder warum sie auch den Kick brauchen, so schnell zu fahren, dass sie so viele Punkte bekommen haben. Also solche Faktoren spielen mit rein. Dann spielt mit rein, wie sie in ihrem Umfeld stehen. Also wie lassen sie sich von ihren Arbeitskollegen, von Freunden, Bekannten, Familienangehörigen oder gesellschaftlichen Normen beeinflussen, dass es passiert, dass sie entsprechend auffällig werden. Also zum Beispiel, wenn der Chef zum Paketboten sagt, kannst du nicht noch hier das Paket bei dem und dem Kunden eben abholen und dann kannst du Feierabend machen. Aber sie halt genau wissen, ich habe heute Nachmittag einen Termin, ich kann heute keine Überstunden machen und dann besonders schnell zu dem fahren und geblitzt werden. Also wie können Sie es schaffen, zum Beispiel auch standhaft zu sein und zu sagen, Chef, nee, ich habe heute einen Termin, ich muss beispielsweise zum Elternabend von meinem Kind und kann heute nicht. Und Sie müssen sich jemand anders suchen. Also das sind zum Beispiel sind die Faktoren, die auf das Umfeld zu betrachten sind. Und dann haben wir noch den dritten Bereich, wo es darum geht, was ist geschehen, was hat das Verkehrsdelikt mit ihm gemacht, beziehungsweise was steckte dahinter für ein Bedürfnis oder ein Erlebnis. Und vor allem auch, wenn man dann noch betrachtet, welche Rolle spielt das Erlebnis für Sie? Also welche Rolle spielt der Konsum von Alkohol oder Drogen? Welche Rolle spielt es, dass Sie zu schnell fahren? Oder was steckt dahinter, dass Sie zu schnell fahren? Und wenn Sie diese drei Bereiche vernünftig anschauen, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass Sie auch die MPU bestehen werden. Ich möchte Sie darauf hinweisen, es gibt neue Beurteilungskriterien seit Sommer diesen Jahres, sodass es auch sinnvoll ist, eine entsprechende Aufarbeitung des Ganzen zu machen, sodass wir auch eine Bescheinigung bei der MPU-Stelle vorlegen können, um dann halt auch schon mal Pluspunkte gesammelt zu haben. Worauf Sie unbedingt Acht geben sollten, es gibt so viele verschiedene Angebote, wo es heißt, für nur 150 Euro können Sie bei uns Ihre MPU vorbereiten. Sie brauchen keine Abstinenznachweise. Sie schaffen die MPU, wenn Sie jetzt das Ganze auswendig lernen und unser Programm, unser spezielles Programm und so weiter verfolgen. Passen Sie auf, alleine wenn Sie schon die Videos zu den verschiedenen Anbietern sich anschauen, fällt auf, dass die neuen Beurteilungskriterien dabei nicht berücksichtigt werden, sie dazu aufgefordert werden, etwas auswendig zu lernen und zu präsentieren, was nicht sie sind, sondern was ihnen jemand anders vorgegeben hat. Und der MPU-Prüfer, der merkt das, dass sie nicht aus ihren Intuitionen reden, sondern dass sie nur etwas auswendig Gelerntes präsentieren. Also schauen Sie, dass Sie sich vernünftig vorbereiten, weil sonst wird alles nur teurer. Weil umso öfter Sie die MPU ablegen müssen, umso teurer wird es. Und es spielt natürlich auch noch eine Rolle, wie dann die Straßenverkehrsbehörde auch die MPU einschätzt und ob sie die anerkennt oder nicht. Weil auch das spielt eine wesentliche Rolle, gerade wenn Sie jetzt zum Beispiel schon öfters eine MPU ablegen mussten. Als Sozialarbeiter mit Erfahrung in der Suchtberatung und tiefenpsychologisch fundierten Suchttherapeut mit DAV und GKV-Anerkennung stehe ich Ihnen als kompetenter MPU-Berater zur Seite und kann Ihnen in jeder Situation, die dazu führte, dass Sie eine MPU machen müssen, sei es das allererste Mal auffällig, weil Sie mal in ein Bier getrunken haben und aufgefallen sind, oder haben Sie schon einen pathologischen oder suchthaften Gebrauch, dann stehe ich Ihnen als kompetenter Berater zur Seite und möchte Sie unterstützen, dass Sie auch beim ersten Mal die MPU vernünftig bestehen können. Ich würde mich freuen, wenn Sie sich meine Homepage und mein Angebot in Ruhe anschauen, Sie
eine meiner 14-tägig stattfindenden MPU-Infoveranstaltung ganz unverbindlich und kostenlos besuchen. Alternativ können Sie auch einen kostenlosen, unverbindlichen Termin für ein Kurzgespräch zum Kennenlernen vereinbaren und dann können wir schauen, wie wir die MPU-Vorbereitung bei Ihnen aufbauen, sodass Sie auch durch die MPU sicher durchkommen können. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und würde mich freuen, Sie bald persönlich begrüßen zu dürfen. Coaching-keck.de. Individuelle Beratung, Begleitung, Lösung.